Tja, liebe Leute, diese Folge ist leider ein bisschen anders als die anderen, denn ich habe die Aufnahme gestartet und es sah alles chico aus und stellte dann aber leider fest, aus irgendeinem Grunde nimmt gerade kein Ton auf. Das habe ich aber erst nach 20 Minuten oder so festgestellt und den Spielstand abspeichert. Ich hatte zwischendurch leider schon mal abgespeichert, insofern, ja. Ist dieses Video ohne meine wundervolle Stimme. Ich werde aber versuchen, alternativ einfach mal zu kommentieren. Also mich da oben könnt ihr streng genommen ignorieren. Die Bewegung meiner Lippen wird nicht mit dem übereinstimmen, was zu hören ist. Naja, ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Und schauen wir mal, wie ich das hinkriege. Mit dem Kommentieren habe ich auch noch nie gemacht. Aber ich fürchte, sowas passiert jedem YouTuber mal. Es tut mir leid. Alles klar. Dann wollen wir mal loslegen. So, das sieht mir stark nach der Begrüßung aus und nun ja, wir wissen, was da kommen mag. Wir steuern quasi den letzten noch verbliebenen Raum an. Oh, da kratze ich mich gerade irgendwo. Weiß der Geil was. Ist auch mal schön, sich sowas anzugucken. Da stelle ich fest, dass wir diese Daten schon ausgelesen haben. Da unten kommt nochmal der Kubus raus. Das darf alles gerne. Beides. Ganz wundervoll. Wir hören überall, dass ich die ganze Zeit irgendwo dran stoße. Auch schön. Hier das Ei. Nochmal nachgeguckt jetzt, ob wir auch alles gefunden haben schon. Und es fällt auf. Warte. Da. Hier hatten wir noch nicht. Das sind Grippe, die wir da einscannen. Ganz toll und passend habe ich natürlich auch schön alle möglichen Texte vorgelesen. Das darf ich dann gleich alles nochmal machen, vermutlich. Haben wir schon gescannt, mein Guter? Ja, haben wir uns auch überall schon umgeguckt. Da wirst du nicht mehr viel finden. Nein, auch nicht. Ein und wieder einsteigen. Zack. Ah, und reparieren, genau. Muss man auch mal machen. Ja, danke, danke. So, jetzt wird erstmal gesucht in meinem tollen Pad-Wust. Ob wir das noch irgendwo finden. Diesen Eintrag habe ich auch so noch nicht gesehen. So, die Konsole enthält umfangreiche Daten über bakterielle Seuche namens KH. Entdeckung erstmals aufgetreten während der routinemäßigen. Ah, kannst du mal aufhören rumzuscrollen. Bakterielle Vorgehensweise befällt gesunde lebende Zellen und mutiert die genetische Grundstruktur. Hör auf rumzuscrollen, du Lappen. Eingeleitete Notfallschritte, Kernwerten unter Quarantäne stellen, Bakterienprobe isolieren. Prozedur, Behandlungsprozedur unbekannt. Also es scheint nicht wirklich in irgendeiner Form etwas dagegen zu geben. So, wir suchen weiter ein kleines bisschen rum in den Daten. Das muss ich gleich auch nochmal machen, eben schnell. Alles bereinigen da, damit wir neue Einträge auch sofort erkennen. So, was nun? Korallen? Nein, wird es auch nicht sein. Leviathan, Pflanzenfresser. Eine Gerippeprobe, sehr gut. Diese Vitrine enthält eine Reihe von Brustkörben, die einheimischen Lebensformen entnommen wurden. In diesem Falle gibt es einen besonderen Schwerpunkt auf Wirbeltier-Skelettstrukturen. Während einige dieser Skelette mit Organismen übereinstimmen, die bereits auf dem Planeten angetroffen wurden, können die meisten sich nicht mit Sicherheit zugeordnet werden. Was darauf hinweist, dass diese entweder noch unentdeckte Arten gibt oder dass sie ausgestorben sind, seitdem diese Proben gesammelt wurden. Wir reden über 1000 Jahre. In 1000 Jahren so viele Arten aussterben. Ja, habe ich auch gerade festgestellt. Die meisten. Heißt also, dass diese Seuche dem Planeten wohl hart zugesetzt hat. Also so würde ich das zumindest interpretieren. Steuer nochmal ein bisschen links und nochmal ein bisschen rechts. Mach ich gut. Schon wieder irgendwo gegen geballert. Nochmal. Ja, ich erinnere mich. Aua, nochmal. Sehr gut. Hier wird nochmal geguckt. Nein, das ist das Aquarium, da willst du nicht hoch. Ich halte mich tatsächlich an die Wege, obwohl ich mich frei im Raum bewegen kann. Hier nochmal gucken. Hier nochmal ordentlich um. Ja, genau. Dieses komische Geräusch, das du jetzt auch noch gar nicht kennst, wird nochmal analysiert. Und jetzt müssten wir uns daran machen, diesen Raum nochmal zu betreten.
Da haben wir extra eine Tafel mitgenommen. Wunderschön in lila. Zack, die Mace Windu Tafel quasi. Und das Kraftwerk geht auf. Das ist sehr schön. Das bleibt auch aus. So, ab in die Motte, zurück und hinein zu dieser Konsole. Auch das ist da offensichtlich eine Datenkonsole. Da wird sich nochmal vorsichtig umgeschaut, damit auch ja nichts passiert. Ja, da fühlen wir uns sicher. Und jetzt einmal umdrehen bitte. Nein, habe ich nicht gemacht. Warum habe ich das nicht gemacht? Okay. Nehmen wir mal mit. Jo, und rein. Und jetzt umdrehen. Ja, Tür im Rücken, immer unschön. Und Datenpad aufrufen. Dankeschön. Nein. Niemand verstorben. Ihre Korallenpflanzen. Nein, nein, nein. Nein, auch nicht. Daten aus Konsolen. Weiter oben, weiter oben. Ja, ja, genau. Danke. Forschungsprobendaten. Ein Katalog mit Informationen über die Organismen, die bisher in dieser fremden Einrichtung aufbewahrt wurden. Einige Einträge können übersetzt werden. Kleiner Pflanzenfresser Kappa. Dieser Eintrag scheint sich mit einem gewöhnlichen Globscher zu beziehen. Keine Immunität gegen die Infektion. Tod tritt in der Regel nach 4 Tagen ein. Zeigt eine Rückbildung der Symptome bei Kontakt mit Enzym 42, was auch immer das ist. Symptome, ja, ja, kehren jedoch schnell zurück. Zeigt fortgeschrittenes Lernverhalten und etwas Fassungsvermögen, um Enzyme auf andere Exemplare übertragen zu können. Darunter die Leviathan-Embryos, ausgewachsene Exemplare für die Studie im Behälter zu Großeier aus Nestern entnommen. Embryos zeigen keine Zeichen von Immunität, Tod in der Regel innerhalb von 3 Wochen ein. Kleine Proben, aber hör auf zu scrollen. Kleine Proben von Eiern für weitere hochpriorisierte Erforschungen der Brutvorgänge der Leviathan aufbewahrt. Große Fleischfresser, Theta. Außenlabor zur Erforschung der Überreste eingerichtet. Zeigt gewisses Potenzial zur Immunität gegenüber der Infektion, aber physikalische Überreste erweisen sich bisher als unzureichend für eine vollständige Rekonstruktion. Unbekannter Leviathan. Diese Leviathanart wurde mit der Bezeichnung Seeimperator, okay, Perpetin lässt grüßen, versehen. Knochenproben von Imperator-Exemplaren zeigen gewisses Potenzial zur Immunität. Einzelne Exemplare für Studien. In nur zu diesem Zwecke angebauten Sicherheitseinrichtungen untergebracht, errichtet in der Vulkanregion in 1,4 Kilometern Tiefe. Beurteilung, obwohl es unwahrscheinlich ist, dass diese Imperator-Exemplar noch in der beschriebenen Einrichtung befindet, ist es vielleicht möglich, dort weitere Daten über die Suche der Fremden nach einem Heilmittel zu finden. 1,4 Kilometer Tiefe, damit ist nicht diese Basis gemeint, damit ist noch eine weitere gemeint, Vulkanregion. Wir sind schon häufiger mal auf Vulkanaktivität gestoßen. Alles klar. Puh, das wird sportlich, 1,4 Kilometer Tiefe. Ich glaube, das kann bisher nur der Krebs, oder? Irre ich mich da? Ich weiß gar nicht, auf was wir den Zyklopen aufgerüstet haben. Ja, jetzt versuche ich nochmal gleich zu lesen, was da unten über die, das Wort Suche ist überdeckt von dem Verlassen E. Was suche ich jetzt da? Was passiert denn da? Fertig werden, Johnny? Mal hin. Gut. Also, geht weiter. Ja, da hinter uns ist immer noch nichts aufgetaucht. Und nun können wir uns sputen und den Rückweg antreten. Mein Gutster. Da wird schon einmal gespeichert. Das war aber nicht der Spielstand, den ich als letztes gespeichert habe. Ich habe hier gerade abgespeichert, weil wir uns jetzt natürlich durch die Warper wieder zurückknuseln müssen. Ja, einmal orientieren. Wo bin ich eigentlich? Genau, weil sich die Motte ja immer so schön dreht. So, und Abflug. Kollege. Ja, jetzt gleich wieder hier um die Ecke sneaken und zack, da sehen wir schon den ersten Warper, da gleich noch einer. Da ist der Weg nach unten natürlich angezeigt, in die Richtung, zack, da war schon der nächste. Gut, alles klar, nehmen wir halt einfach diese Richtung da und wir sind kurz vorm Verdursten. Mit der Grund, warum ich jetzt wieder zurückkehre. Wir haben zwar noch Wasser dabei, aber wir haben natürlich wahnsinnig viel Zeit in der Basis abgebummelt, insofern. Ja, die Energieanzeige ist auch bei 93%. Lieber haben für den Perimeter. Hat man lieber ein bisschen mehr Energie dabei.
schauen wir mal. Einmal den Rückweg antreten hier. Fängt die Mottische wieder an zu kochen. Das ist mir beim ersten Mal so nicht aufgefallen, dass das in der Nähe dieser Vulkane oder dieser Schlote die Motte tatsächlich Schaden nimmt. Aber nun gut, so sei es denn. So, einmal kurz die Nase jucken, sehr schön. Weiter. Krödel hier rum, Johnny, was ist los? Ah, horch. unser Poltergeist ist wieder auf Klo. Schnitz und Neupflanz. Einmal alles rein. Ich behaupte einfach mal, wenn wir von diesem Planeten jemals wieder runterkommen, haben wir überhaupt keinen Bock mehr, jemals wieder auch nur irgendeine Melone anzufassen. Klingt auch falsch, oder? Naja, egal. Ihr wisst, was ich meine. Nochmal. Schnick. La Melona, die hauen wir uns auch noch mit rein. Klar, easy. Wofür wir das nicht alles haben? Jetzt müssen wir die Kubi noch unterbringen, die Würfels. Die schmeißen wir hier noch mit hin. Was wir natürlich noch brauchen, ist zum Beispiel die violette Tafel. Wir haben noch mindestens eine. Eigentlich bin ich sogar der Meinung, wir haben noch zwei, aber ich weiß momentan nur, wo die eine ist. Nämlich oben im Zyklopen. Da können wir hier gleich direkt rechts rum, Johnny. Ja, alles klar. Subi, hast du... Nehmen wir die mit? Nein, nehmen wir nicht mit. Lass mal drin. Ach schon. Ja, lass drin. Lass drin, ja. Ja, nein. Nein, nehmen wir nicht mit. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Überlege, warum bin ich eigentlich hierher gegangen? War es wirklich nur die Tafel? Bin ich nur wegen der Tafel hergekommen? Ja, ich weiß nicht. Doch, ich glaube schon. Wir sind ein bisschen langsam heute, ne? Ja. Ein, haben wir alles. Ja, komm. Trau dich. Ja, super. Danke, Johnny. Das ist gut gemacht. Da ist der Krebs. Guck nochmal. Ist der toll. Gut. Und wieder hinein. Ja, schau. Ja, was machst du jetzt? Kannst nochmal oben nach dem Wasser gucken. Komm. Auch nochmal nach. Genau. Ah, da sind wir. Ja. Okay. Alles klar, das ist leider nur 4 Slots pro Maschine. Das ist eine ziemliche Zeitverschwendung eigentlich, weil die relativ schnell voll sind. Und man dann halt leider, naja, die Maschinen stillstehen und nicht weiterarbeiten können, weil, na komm, nimm noch eine mit. Ja, doch, komm. Zack, siehst du, kannst du. Ja, die Maschinen arbeiten halt nicht, während das Compartment voll ist und nur 4 Stück ist, dann, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Was soll's. So, warum bin ich hier hingelaufen? Weiß kein Mensch. Ich erzähle gerade irgendwelche wundersamen, ganz tollen Dinge. Fummel mir nochmal ein bisschen an der Nase rum. Das liegt übrigens daran, dass ich Allergiker bin und mir eigentlich... Ich sage immer, der Rüssel juckt, aber ich habe eigentlich immer irgendwas an der Nase. Das ist schon ein bisschen nervig. Ich hoffe, das stört dich zu sehr. So. Hier sind wir nochmal draußen. Schwabbeln hier nochmal ein bisschen rum. Ah ja, genau. Es ging um Nahrungsmittel. Genau, es ging um Nahrungsmittel. Ich wollte mal ein paar Fische fangen. Ich war mir nicht so ganz sicher, ob es hier draußen überhaupt Fische gibt. Aha, haben wir gleich einen neuen Fisch entdeckt. Und die wollte ich in den Kreaturentank schmeißen. Das werde ich dann jetzt auch immer mal tun, wenn ich mal wieder draußen bin und mir schwimmen Fische, dann kommen die in den Kreaturentank, damit ich im Zweifelsfalle was habe, was ich pökeln kann. Da diese kleinen Kekschen ja begrenzt sind. Ich habe zwar, glaube ich, noch nie davon einen gegessen, aber wenn wir uns jetzt mal auf längere Touren begeben, denn diese Höhlensysteme scheinen sehr ausgeweitet zu sein, brauchen wir eventuell Nahrung und da die Pflanzen leider sehr schnell verrotten. Wir jetzt aber eine gute Wasserquelle haben. Das sind dann halt immer 0,5 für 0,2 Flaschen, die wir jetzt haben. Und dann können wir auch gepökelten Fisch mitnehmen. Darum dachte ich, naja, wenn mir jetzt Fische begegnen, nehme ich die lieber besser mal mit. Dann kann man die im Zweifelsfall halt einpacken. Salz haben wir ja jetzt mehr als genug. So. Und nun? Willst du nicht langsam mal wieder los? Lange rumzögern, einmal schnitzen, zack, nein, jo. Und 1, 2, 3, 4, alle rein und jetzt nicht lange fackeln.
Und ab dafür. Auf dich zu drücken, Johnny. Und rein. Rein. Jo. Ja, sehr elegant ausgepackt. Wundervoll. Ganz toll, ganz toll, ganz toll. Ja, und jetzt nähern wir uns tatsächlich dem Punkt, an dem ich dann irgendwann mal gespeichert habe. Das ist gleich da vorne und da geht es dann auch wieder ganz normal weiter. Ich signiere gerade noch, dass man da hinten ja auch nochmal durchfahren könnte. Ob es da tatsächlich einen direkten Weg unterirdisch bis zu der Degasi-Basis gibt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Denn wir sehen, jetzt fängt unser Schiffchen wieder an zu kochen und hier sind wir im Prinzip dann dort angekommen, wo ich nochmal speichere. Söderle, ich hab's wahrscheinlich nicht hundertprozentig genau getroffen, aber das müsste die Stelle sein, bis zu der die Aufnahme gerade ging. Und ab hier machen wir dann jetzt halt weiter. Wir nähern uns dann hier der fremden Basis. Da ist sie. Wieder mit unserem kleinen Dunkelheit. Also wir müssen uns hier jetzt irgendwie wie durchsneaken. Ich weiß halt nicht so, ob das alles so gut klappt, sich hier eben mal schnell durchzusneaken. Jetzt eben gerade beim ersten Mal habe ich es ohne weiteres geschafft. Aber ich bin durchaus mehrfach angefeindet worden. Ja, genau so in etwa. Ja, das scheint ein relativ weitläufiges Höhensystem. Guck mal, hier ist auf jeden Fall nochmal Kristall. Also ich glaube, ich werde verfolgt von dem Kollegen. Der scheint mir ganz hart auf der Ferse zu sein, zumindest bis hierhin und hier. Ja. Haben wir dann ein bisschen mehr Ruhe offensichtlich. So, hier unten sind so ein paar Ressourcen. Ich würde schon ganz gerne mal wieder ein paar Ressourcen auch sammeln. Einfach weil die ein oder andere Ressource, Rubin zum Beispiel oder sowas in der Richtung, habe ich hier jetzt noch nicht in größeren Vorkommen rumfliegen sehen. Tarn natürlich schon, aber ich weiß halt auch nicht, in welchem Rhythmus die respawnen. Insofern werde ich zumindest gelegentlich mal aussteigen und hier mal die eine oder andere Ressource mitnehmen. Ja gut, das schauen wir uns dann. Da ist noch ein Fischlein. Die nehme ich jetzt erstmal nicht mit. Das kann ich irgendwann mal offscreen machen und uns für unseren kleinen Pökeltempel, sage ich mal, noch ein paar Sachen besorgen. So, ich muss irgendwie kurz auf die Zeit gucken. Die letzte Aufnahme war ungefähr 15 Minuten, die ich verkackt habe. Quasi. So. Denn. Wieder irgendwelche Sachen am Schwirren hier. Was ist das Schönes? Wieder nur so ein Einschluss. Hier ist auch nichts. Da geht es ganz hart runter. So, wir sind auf fast 800 Meter Tiefe. Die Basis, die wir jetzt suchen, soll auf 1400 Metern Tiefe liegen. Da bin ich mir natürlich nicht so ganz sicher, wer von meinen Helferlein da tauglich ist. Die Morte ist es jedenfalls nicht und die ist schon maximal upgegradet. Bei dem Zyklopen bin ich mir leider gar nicht so sicher, bis wohin wir können. Ich meine, bei dem waren wir auch noch bei 900 Metern, aber der Krebs. Der Krebs, den haben wir einmal abgegradet und da bin ich der Meinung, haben wir bei 1400 gelegen tatsächlich. Also mit dem müssten wir vermutlich eventuell da reinkommen können. Oder da zumindest irgendwie hinkommen können, dann ist natürlich die Frage, wie. Natürlich kommt man da irgendwie hin. Das würde keinen Sinn machen, wenn man da nicht hinkommt, aber wie wir das lösen, dass wir da hinkommen. Und da oben ist ein Reginald zum Beispiel. Aber der sieht. Ne, das ist, scheint eine andere Art des Reginald zu sein, ne? Kann das sein? Oder ist das der stinknormale Reginald? Ist es ein infizierter Reginald gewesen? Der sah so grün aus. Sah nicht von immer grün aus? Nee, den tue ich lieber wieder raus. War der infiziert oder so? Der ist komisch. Oder ist das die Beleuchtung? Ich weiß es nicht. Der kommt auf jeden Fall erstmal wieder weg. So, das hier kann ich aber gerne mitnehmen. So. Können wir hier noch mit reinschmeißen? Oh ja, genau. Die können wir einmal wegschnabulieren hier. 1, 2, 3, 4, 5. Ganz viele.
Rein. So. Da hinten ist unsere Basis. Eine Boje habe ich noch mit, meine ich, mich zu erinnern. Ja, nur für den Fall, dass wir hier noch irgendwas Interessantes finden. Da unten sieht es auf jeden Fall wieder alles sehr hostil aus hier. Sprich feindlich. Ja, da hier unten könnte man halt sich eine Runde mit dem Krebs vergnügen und hier unten am Boden herumspringen. Wir wissen ja aber, dass die da auf den Krebs auf jeden Fall nicht so richtig gut reagieren. Hier unten, da kann man jede Menge erkunden, denke ich einfach mal. Nur mit der Motte sollten wir da nicht reinfahren. Ich muss gucken, 850. Oder hinten ist irgendwas Größeres. Also wir sind hier jetzt schon bei 850. Das heißt, wir haben eigentlich nur noch 50 Meter Spielraum nach unten hin. Und um an dem da hinten vorbeizukommen, bin ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Okay. Ja, der hört sich sehr engagiert an, was uns angeht oder was überhaupt irgendetwas angeht. Das ist natürlich die Frage, okay, der krümelt sich da unten rum. Die Frage ist, ob man oben an ihm vorbeikommt vielleicht. Dafür müssen wir ihn jetzt natürlich erstmal ein kleines bisschen beobachten. Ach, sag mal. Entschuldigung, irgendwas ist mit meinen Ohren heute. Weiß es nicht. Dann müssen wir mal eine Runde für beobachten, ob er da oben die ganze Zeit rumschwirrt. Das ist natürlich nicht unbedingt meine Lieblingsposition, ihn unten drunter zu haben, weil unten, ihr könnt besser nach oben gucken als nach unten. Ich würde mal vorschlagen, wir speichern hier einmal kurz. Bevor wir versuchen, an dem vorbeizukommen. Es wird da hinten, da geht es noch nach unten, da geht es nach drüben. Hier geht es nur noch nach unten. Und wie gesagt, wir sind schon bei... Da haben wir nicht mehr so richtig viel Spielraum. Das ist das Problem. Aber... Jetzt kommt er aber wirklich sehr weit hier rüber. Also man könnte, um da drüben hinzukommen, könnte man versuchen, unten an ihm vorbei zu sneaken. Oben an ihm vorbei zu sneaken. Okay, aber da unten sieht es nach Lava aus. Okay, das ist unter Umständen tatsächlich schon der Zugang, den wir suchen. Bin ich mir nicht so ganz sicher, aber da geht es auf jeden Fall ziemlich tief runter und da unten ist Lava zu sehen und die Basis soll ja nun in der Lava-Region sein. So, er schwimmt jetzt gerade nach unten weg, dann ist vielleicht für uns gerade eine gute Zeit, hier oben uns einen Weg zu suchen. Wir riskieren das jetzt einfach mal. Schauen wir mal. Och, Alter, erschreck mich nicht so, du Sack! Okay, ich meine, für den Fischer, dass der Tod bedeutet gerade, aber... Also den virtuellen Tod quasi. Alter Schwede, ey. Okay, also da unten muss das irgendwo sein, wo wir jetzt gerade längs gepirscht sind. Da unten müsste sich er eigentlich auch befinden. Tut er aber nicht. Kein gutes Zeichen eigentlich. So, und hier müssen wir jetzt auf der anderen Seite sein. Wenn ich mich nicht total geirrt habe. So, hier sieht es aus irgendeinem Grunde irgendwie ziemlich freundlich aus. Dieses gelbe Licht ist da sicherlich für verantwortlich, dass diese komischen Strukturen hier, da werde ich gleich einmal schauen, ob man die scannen kann, was auch immer das ist hier. Lass einmal kurz umgucken, ob hier niemand ist, der uns was kann. Scannen hier. Feuerkoralle, okay. Gucken wir uns an, einheimische Lebensform, kann man da was rausschnitzen? Nein. Feuerkoralle. Haben wir Feuerkoralle. Wir haben nichts rausgeschnitten. Wir können was Neues herstellen? Was?
Einheimische Lebensform, Pflanzen, habe ich immer noch nicht weggeklickt. Total geil, habe ich das gemacht. Fischkoralle, Scheibenkoralle, Feuerkoralle. Die Koralle ist insofern anders als jede andere gefunden wurde, weil sie fließendes Magma zur Nährstoffgewinnung nutzt, anstatt strömendes Wasser. Aha. Eine Hitze aufnehmen kann. Okay, alles klar. Und wir können neue Sachen herstellen? Das habe ich jetzt nicht. Da habe ich irgendwas nicht mitbekommen. Ach, bestimmt der Fisch, ne? Ja. Okay, wir können den Fisch jetzt braten und kochen und pökeln und ob wir nicht alles mit dem Fisch machen können. Das sieht auch sehr spannend aus. So, da unten wird jede Menge Krimmenskrammens noch zu machen sein. Hier wäre jetzt natürlich die Frage, ob man hier nicht tatsächlich auch noch eine Basis hinbaut. So direkt am Kraterrand. Na, hier können wir. Das ist Diamant, glaube ich. Ja. Da oben noch einmal Uranitit. Das kriegen wir aber auch an weniger gefährlichen Orten, behaupte ich jetzt einfach mal. Was haben wir da auch noch Schönes? Das da unten sieht nach Kristall aus. Also hier nach. Na, Quarz, Silizium. Ach, haben wir Silizium, ne? Ich glaube, die sind ganze Quarz, oder? Fällt mir jetzt gerade mal so pauschal ein. Ich sage immer Silizium. Naja, ich bin. Endeffekt das gleiche, aber. Woher habe ich denn mit dem Begriff Silizium? Aus irgendeinem anderen Survival Game, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Weiß ich aber gerade nicht so genau. So. Da und das nochmal. Quarz. Entschuldigung. Später Silizium. Da haben wir nochmal Quarz. Und das ist natürlich nicht dasselbe, sondern das gleiche. Wenn überhaupt. So. Oh ja. Noch freundlicher konnte es fast nicht sein. So. Au. So. Hier scheint es wieder so ein Stück nach oben zu gehen. So insgesamt. Guck mal hier. Hier können wir uns noch einen Kernbrennstab zusammensammeln. 1. 2, 3, oder oben ist noch einer. 4, 5, 6, ach, ist das schön. Oh, ja. Hier, die Diamanten, geil. Wenn ich sie jemals nach Hause schaffe, dann bringe ich Diamanten mit nach Hause. Ach ne, es gehört ja alles der Corporation. Heißen die Altera. Wird alles Altera. Habe ich auch. Auch bei der Beschreibung von Gold, wie ich es auch noch gelesen, da steht sogar direkt bei der Beschreibung, steht mit bei, dass es selbstverständlich ist, als Herr. Ist ja klar. Oh, schön, so ein bisschen am Überleben versuchst irgendwie nicht zu verrecken. Und denen ist es halt einfach total wichtig, nochmal zu erwähnen, dass es alles denen gehört. Easy. Muss sein. Ist das hier Gold vielleicht sogar? Nee. Hätte man dann so zeigen können. Steht dann da drunter, da steht dann hier Gold. Große Goldablagerung oder sowas, ein besonders wertvolles Eigentum von Altera oder sowas in der Richtung steht dann da. Na toll, da hinten liegt noch mehr rum. Ich habe jetzt gar nicht geguckt hier. 1, 2, 6 Stück, das reicht für 2 Kernbrennstäbe, das ist gut. Jetzt bin ich hier aber gerade, ich glaube, ich bin hier am Ende angekommen oder wie sehe ich das? Ach du Scheiße, hier hängt alles voll mit allem diesem Scheiß, den ich wahnsinnig gerne haben möchte. Und wir versuchen das nochmal in der Hoffnung, dass wir nicht gefressen werden. Aber wir haben es ja gelesen, ja, wenn wir mal an irgendwas nicht vorbeikommen und wir sehen, das ist infiziert, müssen wir nur ein paar Wochen warten, dann fällt das von alleine tot um. Ja. Voll schön. Inklusive uns im Übrigen, denn wir haben ja irgendwo gelesen, dass wir hart infiziert sind und wir dementsprechend Flux dafür sorgen wollen, dass wir uns deinfizieren, also desinfizieren quasi, weil das problematisch werden könnte. Oder hier dürfte noch nichts drin liegen. Genau. Zack, 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 zack. Da haben wir. So. Das können wir mal speichern. Ich bewege mich hier sehr vorsichtig fort. Ich hoffe, das ist aufgefallen. Ich muss jetzt auch mal gucken, in welche Richtung denn überhaupt unsere Basis liegt. Hier. Also ist das hier auch die. Die dem gegenüber. Oh, guck mal, da hinten liegt noch ein Gerippe.
Warum ist jemand auf das Gerippe auf? Oder was? Wie soll ich das verstehen? Neuen Perimeter aktivieren hier. Geht bitte woanders hin. Bitte, 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 woanders hin. Bitte, 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 bitte. Komm. Ich schmeck nicht, geh weg. Oh, scheiße. Das ist ja wirklich diese eine Bohnenwerbung. Kennt ihr die? Wo so ein paar Astronauten auf dem Mond sind irgendwie, dann kommt aus so einer Höhle, kommt so ein Monster und snickt sie alle weg und einer versteckt sich hinter so einem Felsen. Steckt sich hinter so einem Felsen und scheint dem Monster tatsächlich zu entkommen und dann muss er pusten. Das Monster so, oh, jemand. Genau so komme ich mir auch gerade vor hier. Denkst du entkommst und dann stößt du hinten mit dem... Ja, da kann man nichts scannen. Hätte ich jetzt tatsächlich erwartet, vielleicht vorne am Kopf irgendwo. Mal nicht scannen. Schnell zurück in die sichere kleine Motte. Wir haben so eine kleine Quetschkommode hier, so eine Knutschkugel, dann plötzlich sicher hervorkommt. So. Aber vom Grundsatz her würde ich ja mal sagen, dass ich meine, das war jetzt nicht schwer zu finden, aber ich glaube, man sollte hier vielleicht eine Boje hinterlassen. Also nicht hier jetzt. Na, was ist jetzt passiert? Hier ist das Reparaturwerkzeug und du bist 5. Genau. Jetzt habe ich mich natürlich gerade da vorbeigesneakt und das gemacht und getan, aber vom Grundsatz her. Ja, ich muss ja sowieso wieder zurück. Also auf dem Rückweg werden wir da eine Boje hinterlassen. Naja, das scheint ja schon der Abgang zu sein, den wir dann suchen müssen. Wir müssen halt nur irgendwas finden, womit wir da runtertauchen können. Das wird spaßig. Wenn wir da ein Zyklopen runterkommen, dann wird das total funny, mit dem Zyklopen durch die ganzen Warper durchzumanövrieren, in der Hoffnung, dass sie einen nicht kriegen. Das wird geil. Hier geht's auf jeden Fall ganz schön tief rein. Ich verstecke mich jetzt erstmal hier unten und dann setzen wir diese Erkundungsfahrt gleich in der nächsten Folge. Oh, dann hoffentlich wieder direkt von Anfang an mit Ton. Bis dann. Ciao, ciao.